Hey ho, meine lieben Freunde, und willkommen bei einer neuen Folge von Metal Prime. Einer weiteren Folge. Oh, und das ist auch so ein nerviger Abschnitt. Und hier gibt es wieder richtig eklige Gegner. Die sind wirklich scheiße. Dieser scheiß Klammerbock ist eigentlich jetzt nicht für mich selbst nervig, sondern weil wir jetzt mit dem Morphball unten landen müssen. Da sind sie nervig. Na, komm mal. Die wollen uns, wenn wir denen zu nahe kommen, ansaugen und uns wieder rausschmeißen. Haha, da ist nur in der letzten Sekunde den geschnappt. Aber sie schnappen sich halt auch unsere Bomben, schlauerweise. So. Ist noch was Neues dabei? Eigentlich nicht. Da ist wieder so ein scheiß Puffer. Hier gibt's auch wieder haufenweise Sachen zu scannen. Da hinten ist wieder so ein Energiedings, das brauchen wir aber nicht. Scannen wir erstmal. Ja, wir gehen erstmal runter und scannen nochmal ein bisschen. Ich weiß gerade nicht, ob ich hier auch schon ein Item gerade mir schnappen könnte. Das weiß ich gerade nicht. Wir hören zwar welche. Könnt's ja mal probieren. Ich glaube schon. Okay. Na gut, dann gehen wir mal zum Eingang. Das ist so geil hier, das sieht sehr episch aus. Und hier geht's auch lang. Na. So, das ist mir schon mal ganz gut gelungen. Manchmal sehe ich halt nichts, weil hier ist es zum Beispiel jetzt total dunkel. Oh, aber das ist halt knapp. Er hat mich beinahe auch gekrallt. Das Geräusch kommt übrigens aus einem der Steinsäulen neben uns. Hier ist was, genau. Ansonsten hätten wir einfach nur geradeaus die Dinger hochfolgen sollen. Aber hier ist halt auch noch was. Ich sehe gar nichts, es ist so dunkel. Ah ja, genau. Hier ist auch wirklich nur das. Ah, genau, vorbeigelaufen. Gut. Ich sehe nichts. Hallo? Ich sehe wirklich gar nichts. Ach da. Es ist so dunkel hier. War es jetzt das einzige? Oh, scheiße. Genau, ich bin mal bitte wieder die Draufsicht. Ich weiß nämlich jetzt nicht, ob hier noch was kommt. Hier ist auch noch mal was. Oder bin ich von hier gestartet? Hier bin ich gestartet. Dann habe ich das schon gefunden, oder was ist Secret? Jo, dann war es wirklich nur das gewesen. Na, ist ja gut. Ich wusste es nämlich jetzt gerade wirklich nicht mehr. Okay. Ich glaube, sonst an alles andere kommen wir noch nicht ran. Hier irgendwo in dieser Säule. Kann auch die hier gewesen sein. Ist, wie gesagt, ein Gegenstand oder an der hier. Aber da kommen wir noch nicht ran. Irre ich hier so komisch hin und her, wartet mal, ich suche gerade wieder den Weg hier raus. Hier in der ist es drin. Warum muss man noch scannen können, was die. Ne, was die brauchen, was sie, mit was ich die sprengen soll, wisst ihr? Was mache ich hier? Ich laufe voll behämmert durch den. Da hier komme ich hoch. So, weiter. Mit Text. Ist da oben noch so ein Puffer? Ja. Was zum Scannen hier noch? Nö. Das
gar nicht, ist hier unten mal was gewesen? Ne, ich glaube auch nicht. Wir würden es hören sonst. Gehe ich davon mal stark aus. Ah, get down. So, ist hier noch was im Scan? Nö. Ich glaube, ich habe alle getötet. Manchmal taucht irgendwie noch genau einer von meiner Nase dann auf hier. Auch ganz cool. Oh yeah. Ja, wo ist denn der Gegner? Gesehen hat er mich nicht. Geschütze zerstören wir mal lieber live. Upsala, das war gerade ein bisschen zu doll eingelenkt. Okay. Hier sind schon mal Geschütze von den Piraten gewesen. Das ist natürlich dann wieder immer eine schlechte Nachricht für uns. Jetzt weiß ich gerade nicht ganz genau, wo ich landen muss nochmal. Wieder wäre Wegmöglichkeiten. Wollen wir die untere erstmal nehmen hier? Die hier? Das reicht jetzt gerade nicht. Wie wird. Ups. Was mache ich denn hier? Blind? Bin ein bisschen blind. Ah genau, hier kommen wir noch nicht lang. Oder doch? Bendation, genau. Dafür brauchen wir halt eine Powerbombe. Alles was da dieses Material enthält, kann man mit einer Powerbombe zerstören. Ah, das sind die Großen. Jetzt haben wir alles. Müssten wir zumindest haben. Nicht abhauen. Okay. Der hier ist nicht immer so einfach. Gut, Glück gehabt. Genau, da oben ist nämlich was. Ich kann, glaube ich, nur von hier aus ran. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Könnte auch falsch liegen. Könnte auch sein, dass es eigentlich nur ein normaler Weg ist. Nee, wir wollen hoch. Nee, es ist doch ein normaler Weg. Aber wir kommen. Ah, ja, ja, ja. Wir hier ausgehen. Wow, jetzt bin ich beinahe runtergefallen. Das ist eigentlich recht schwer, aber eigentlich auch nicht. So. Gut, geschafft. Ah, wird er mich schnappen. Hat aber nicht geschafft. Also, was führt mich denn das hin? Wartet mal, ich folge erstmal dem Volk. Ist falsch, ist es nicht. Auch wenn es mich erstmal wieder zurück nach zu der Talon-Oberfläche bringt. Das ist kein Problem, weil da gibt es ja auch noch ein paar Items. Ich schaffe das nie hier ohne Schaden drüber. Und nochmal Fahr auf Lan. Oh verdammt, das finde ich nicht gut. Und noch eine, das war's. Spawnst du mir wenigstens Raketen wieder? Nö. Leben, die ich nicht brauche. 20 Leben. So, hier kann mir nichts passieren, kann ich nicht runterfallen. So, wo führt mich das? Das führt mich nach Talon hoch. Genau. Talon Oberwelt. Da gehen wir dann auch als nächstes erstmal hin. Aber ich gucke nochmal, hier ist, glaube ich, ein Speicherpunkt, oder? Ah, nein, 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 nein. Hier kommen wir noch nicht weiter, oder? Warte mal, habe ich das schon gespeichert? Hier kommen wir noch nicht weiter. Da brauchen wir wieder die Technik. Die, ja, wie soll ich das nennen? Die Technik für die Magnetbänder. Ich glaube, selbst der andere Weg hätte mich da auch noch umgeführt, oder? Ich weiß es gerade nicht. Uns fehlt, glaube ich, sowieso noch ein ganz spezielles Teil, um weiterzukommen. Das können wir sowieso nicht weiterarbeiten. Weil wir haben ja bis jetzt nur den normalen Sprung. Es gibt ja auch hier ein High Jump. Oh.
Alter, geh down. Und hier ist auch eine fiese Stelle. Ich dachte immer, so sollte das wirken, dass es heiß unter uns ist. Okay, aber wenn man guckt, Gefahrensmelder schlägt ja gar nicht aus. Also, pop, runtergesprungen. Es war heißer Dampf, aber es ist nicht heiß. So heiß zumindest nicht, dass Samus da Probleme hätte. Ja, ich weiß, wo wir sind. Ich weiß jetzt aber noch nicht, ob das wirklich einen Sinn ergibt, gut zu sein. Aber ich glaube, doch, das könnte richtig sein. Das bringt uns nichts weiter. Mein Gott. Es kommt manchmal so plötzlich, der Husten, ey. Also gehen wir erstmal hoch. Was? Geht da. Gut, Raketen. Ach so, komm ich hier? Ja doch, komm ich. Oh Mensch. Okay. Raketen sind hier einfach super. Schön ziel, selbstzielend. Man könnte jetzt hier auch noch weitergehen, aber da kommen wir noch nicht hoch. Nee, lass mich mal in Ruhe, schnell weiter. Hey, waren wir doch mal. Ach, hier sind wir aber nicht weitergegangen, wa? Stimmt, ja. Aber hier kommen wir auch noch nicht weiter hier. Aber ist egal, ich wollte eh nochmal zurück, wie gesagt. Wissen wir auch nochmal zurück. Genau, hier sind wir nämlich auch schon mal richtig. Gut. Die können wir nur mit den Raketen töten. Alles in Ordnung, bin genau richtig gelaufen. Obwohl ich dachte, ich kann was vorwegnehmen. Nein, kann ich natürlich nicht. Bin ich bescheuert? Was mache ich denn hier für einen Blödsinn? Wartet mal, jetzt lasst mich mal kurz überlegen. Alles nochmal. Nee, das geht ja nicht. Na gut, ist egal, ich gehe nochmal zurück, weil ich euch noch was zeigen wollte. Sowieso. Hier kommen ganz viele, so war das immer. Oh. Von der einen Seite kommen wenige und hier kommen immer viele, wenn ich von der Tür auskomme. Können wir gleich nochmal speichern. Wow! Macht sie gleich so einen Supersprung hier. Krieg ich den Highjump jetzt noch nicht? War das nicht so? Ich verliere gerade. Es kann sein, dass ich den noch nicht holen muss. Oh, was war denn das? Vielleicht irre ich mich auch gerade. Und wartet mal, ich will, bevor ich jetzt weitergehe, mir noch einen Missile-Container holen. Genau. Und seht ihr, die machen mich nur langsam. Also nichts Gefährliches. Hier sind auch noch übrigens Türen, die wir noch gar nicht benutzt haben. Die würde ich eigentlich auch gerne noch benutzen. Um euch das einfach nur erstmal zu zeigen. Dauert schon lang genug. Okay, Freunde, dann machen wir es anders. Das zeige ich euch erst alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Wie immer. Und naja, bis zur nächsten Folge dann, wa? Ciao! Nicht vergessen, Freunde, mir noch einen Kommi zu hinterlassen. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr auf den aktuellen Stand bleiben wollt, dann abonniert mich doch.